Hallo meine sehr verehrten Damen und Herren und willkommen zu einem neuen Video von Minecraft Namenlos. Ja, ihr könnt im Hintergrund schon sehen, dass dass die Cleaning Station aufgehört hat zu waschen. Und das liegt daran, dass sie einfach schon voll ist. Und wir haben ganz viele Coelacanth Sachen rausbekommen. Das ist natürlich sehr erfreulich und genau, wir waren gerade dabei, ein bisschen Holz zu holen, weil uns ist das Holz ausgegangen. Habe ich die Axt dabei? Ja, habe ich dabei, jawohl. So. Boah, ich hoffe, ich kriege bald was zu essen. Also ich muss mir jetzt dann was zu essen machen, meine ich, weil ich habe schon ziemlich Hunger. Also in real life. Ja, ist nicht so nice, wenn man so Hunger hat. Gibt Besseres, ne? Gut, hier ein bisschen Holz gekloppt. Zack, da können wir auch nochmal schnell ein bisschen was abbauen. Haben wir auch zwei verschiedene Holzsorten. Birke und Dark Oakwood ist das, glaube ich. Weiß ich nicht genau. Haben wir ein Baumaterial, ja, Cobblestone können wir jetzt zwei benutzen. Zack, zack, zack. Hochgebaut. Dass wir auch wirklich die Bäume ganz abholzen. Das ist nicht dein Ernst. Gut. Zack. Zack. So. Weg damit. Und. So. Zack, 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 zack. Hochgebaut und abgekloppt. Jawohl. Zack. Oh, gib mir das Holz. Jawohl. So. Ich glaube, das reicht fürs Erste auch mal wieder. So. Zack, zack. Mal schnell wieder zurück. Ist ja nicht so weit. Ein bisschen, aber nicht so weit. Schauen wir mal. Und ich habe wieder mal vergessen, den Timer zu starten. Tja, wird die Folge wieder ein paar Minütchen länger. Macht ja nichts. Ist eh nie genau 10 Minuten lang. Ist eh immer ein bisschen länger. So. Dann. Was wollen wir machen? Genau. Okay. Da haben wir noch ein paar Sachen herausbekommen. Genau. Es hat an dem Holz gehappert. So. Jetzt haben wir genug Holz. Jetzt können wir uns auch. Wie hat es geheißen? Grinder. Den Fossil Grinder wollten wir uns machen. Genau. Hier, den Pisten. Der hat uns gefehlt. Jetzt fehlt uns das Eisen. Haben wir natürlich 60 Stück. Alter. Also, mittlerweile sind wir mit Rohstoffen gut eingedeckt, würde ich sagen. So, und wir können ihn auch schon machen, den Fossil Grinder. Den stellen wir am besten direkt da daneben, machen wir so eine Produktionskette und in den Fossil Grinder können wir jetzt die ganzen Knochen hier reingeben. Okay, die gehen jetzt nicht mehr und dann schauen wir, ob wir da ein bisschen Gewebe rausbekommen. Dann können wir die Brachiosaurus Fossile nochmal da reingeben. Einmal Bone Meal. Ja, das schauen wir später. Ich frage mich, ob man damit auch so eine kleine Produktionsreihe aufbauen kann. Also, dass es von einem ins andere geht. Ob das geht, weiß ich nicht genau. Muss ich nachschauen. Schauen wir mal. Item. Pipe. Mechanical Pipe. Das ist jetzt. Ah, Logistik Pipe war das, glaube ich. Logistik. Genau, das sind. Ich schätze mal, dass das für Items sein wird. Genau, Items und Blocks. Was brauche ich dafür? Ah, okay, ja, das geht ja eigentlich ganz einfach zu machen. Das können wir uns demnächst auch gleich mal machen. Das dumpen wir mal. Haben wir ein Ding rein? Haben wir Osmium? Ja, genug Osmium haben wir da. Habe ich noch
da eigentlich. Enriched Iron. So, habe ich Kohle? Habe ich noch 9, jawohl. Brauche ich eine Kohle? Weil ich würde es gerne ausprobieren, ob das dann automatisch rauszieht und da reinpackt. Vielleicht funktioniert das ja, vielleicht auch nicht. So, das haben wir auch nochmal schnell rein. Ihr seht schon, zwischen den Folgen ist da einiges zusammengekommen. Ich bin da nur kurz AFK gestanden. Also, ist schon ganz nice, die Produktionskette da, weil die schmilzt uns das halt alles automatisch durch. So, dann haben wir auch einen Steel Dust. Den lassen wir mal ganz kurz durchschmelzen und hauen das da in die Kiste hinein. So, ist auch schon fertig. Haben wir 2 Stahl wieder. Hier müsste irgendwo noch ein Stahl sein. Wenn mich nicht alles täuscht, sollten wir noch einen Steel haben. Steel. Upsi, nicht 3. Kann ich das suchen? Nein. Ah, da ist es. Hab schon. So, zack. Dann machen wir das mal schnell. Einmal hier. Und einmal da. Und den in die Mitte. Und dann schauen wir mal, ob wir das direkt umleiten können. Ob sich das verbindet vielleicht. Oh, das sieht gut aus. Oder auch nicht. Es hat sich zumindest verbunden damit. Aber es leitet das leider nicht weiter. Schade. Vielleicht können wir ja mit den Ender-IO-Kabeln irgendwas machen, dass das dann automatisch geht. Aber für das erste können wir, haben wir 1 Soft Tissue bekommen. Sehr cool. Dann können wir die Brachiosaurus-Knochen und die restlichen Dinger noch reinlegen. Da haben wir ja noch ein bisschen was. Und schauen, was da so rauskommt. Ah, gleich mal ein Soft Tissue, geil. So, als nächstes brauchen wir den DNA-Sequencer, glaube ich. Ja, wie kriege ich sowas zum Beispiel? Aha. Wie, was mache ich mit denen? Wie kriege ich die? DNA-Sequencer, okay. Also brauchen wir den DNA-Sequencer. Da haben wir ihn. Ui, da braucht man viel. Das bedeutet einiges an Durchcraften. Na gut, aber das können wir mal angehen, das Projekt. Gut, davon brauchen wir 3. Gut, ein Laser. Oh, da brauchen wir Diamanten für die Laser. Haben wir ja Gott sei Dank ein paar. Ah, genau, da wollte ich noch was kurz schauen, weil wir haben ja den Mod, den Magical Crops Mod oben. Eigentlich. Genau. Und ich wollte da mal Essenz. Schauen wir mal, was so eine Diamantenessenz. Wie crafte ich die? Gar nicht. Okay. Und wie kriege ich die? Das wäre mal ganz interessant, wie ich die kriege. Okay. Ja, gut. Ein Diamant und Minitio-Essenz. Dann kriege ich den. Okay. Na, muss ich mal schauen. Weil dann könnten wir uns Diamanten anbauen, sozusagen. Das wäre eigentlich ganz geil. So, genau. Wir wollten das durchcraften. Aber ich überlege, ob ich das wirklich jetzt schon machen will. Ich glaube, damit warte ich noch ein bisschen, weil die sind im Moment gerade nicht so unsere Stärke. Da haben wir auf jeden Fall noch ein bisschen was rausbekommen. Cleaning Station ist leer. Haben wir noch ein Soft Tissue und ein bisschen Flint rausbekommen. Das können wir, das lagen wir am besten hier unten ein. So, was können wir eigentlich daraus machen? Ah, dann können wir so einen Stab machen und so. Das ist ganz lustig. Okay, aber sonst können wir damit nichts anfangen mit dem. Was können wir daraus machen?
Nichts. Okay. Das ist anscheinend nur Deko. Keine Ahnung. So. Was können wir an Technik eigentlich jetzt noch machen? Wir können uns noch ein paar Windräder. Genau, wir könnten mal den Digital Miner angehen. Digital Miner. Da. Dafür brauchen wir ziemlich viel. Aber wir können es angehen. Es ist ein Projekt. Teleportationscore. Robert, den könnten wir uns mal versuchen zu machen. Da brauchen wir mal ein bisschen, ein paar Energy Tablets. Ich weiß halt nicht, worauf ich sonst gerade hinarbeiten soll. Vielleicht die Farming Station wäre auch noch ganz nett. Brauchen wir einen Zombie-Kopf, also müssen wir ein paar Zombies umkloppen. Electrical Steel, dafür brauchen wir wieder den Alloy Smelter. Ja gut, dann können wir vielleicht noch, genau, ich brauche einen Flint and Steel, weil wir wollen uns hier runter zum Bedrock graben. Und dazu brauchen wir das und ein Eisen. Und schauen, ob wir dieses Ding für den Alloy Smelter rauskriegen, weil das wäre ganz toll, finde ich. So, zack. Können wir da ganz schnell runtergehen. Und wenn ich das recht verstanden habe, dann kriegt man diese Bestandteil vom, von diesem, also das, was wir brauchen, indem man Bedrock anzündet. So, habe ich Fackeln? Ja, die lege ich mir mal wieder schnell an die Offhand. So, graben wir uns mal runter zum Bedrock. Okay, in der IO Basics, keine Ahnung wofür, was haben wir bekommen? Nichts, gut. So, Alloy Smelter, den Simple Alloy Smelter können wir mal machen. Und zwar brauchen wir das hier und dazu müssen wir eben einen Bedrock anzünden. Glaube ich. Okay, das hat jetzt mal nicht funktioniert. Oder haben wir sowas bekommen? Nee. Muss ich nochmal schauen. Da steht. Ja. Wenn man Bedrock anzündet, hat man eine 50%ige Chance, dass eben sowas rauskommt. Probieren wir es da nochmal. Auch nichts. Seltsam, sehr mysteriös. Schauen wir noch mal da. Nein, auch nichts. Vielleicht muss ich da was reinwerfen. Nein. Hinwerfen und anzünden. Na gut, ich werde das bis zur nächsten Folge rausfinden. Das war's wieder von dieser Folge. Ich hoffe, sie hat euch gefallen. Wenn ja, lasst gerne mal ein Like da. Wenn ihr nichts mehr verpassen wollt, dann lasst mal ein Abo da. Achtung, nicht vergessen, die Glocke zu aktivieren, weil sonst bekommt ihr keine Benachrichtigungen, wenn ich ein neues Video hochlade. Und in diesem Sinne würde ich sagen, bis dann, bis zum nächsten Mal, macht's gut und ciao.